Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Werkstattwissen. Mein Name ist Nils und heute haben wir euch das interessante Thema Fußleistenschneiden mitgebracht. Dafür habe ich einen echten Experten eingeladen. Hallo, ich bin der Micha, ich bin Produktmanager bei der Firma Raufkraft. Hi Micha, ja, cool, dass du hier bist. Vielen Dank für die Einladung. Erklär mal, was hast du uns Cooles mitgebracht? Ja, Thema Fußleisten. Ich habe heute die Schmiege- und Schneidlade von Raufkraft mitgebracht. Das ist ein 2-in-1 Produkt, womit jeder Fußleisten in perfekter Gärung mit der Handsäge zuschneiden kann. Okay. 2-in-1 Produkt hast du gerade erwähnt. Kannst du vielleicht mal genauer auf diese zwei Funktionen eingehen? Genau, die erste Funktion ist die Schmiegenfunktion sozusagen. Das heißt, das Produkt hat 2 bewegliche Flügel, womit du dann dementsprechend Raumecken abgreifen kannst. Das würde dann so funktionieren. Das heißt, die beiden Flügel setzt du an die beiden Wände an sozusagen und kannst dann hier den Winkel fixieren. Und du siehst diese Führungspins für die Handsäge, das ist automatisch die winkelhalbierende, die dann dementsprechend die perfekte Gärung ergeben. Okay, jetzt hast du eine Handsäge erwähnt. Kann man da jede Handsäge benutzen? Muss man da auf irgendwas achten? Man muss darauf achten, auf die Höhe, weil man mit den Pins, wenn du jetzt zum Beispiel eine Handsäge benutzt, die einen Rücken hat, die würde dann hier hängen bleiben. Okay. Ich würde hier eine Feinsäge, Zugsäge empfehlen. Zum Beispiel eine Japansäge würde hier ganz gut passen. Ja, okay, verstehe. Ja, jetzt muss ich nur ein bisschen an meinen Altbau zu Hause denken. Da sind die Winkel alle unterschiedlich. Kein richtiger rechter Winkel ist vorhanden. Welche Winkel kann ich damit denn alles abgreifen? Du sagst es schon richtig, die wenigsten Winkel sind exakt 90 Grad. Wir können hier 85 bis 180 Grad abgreifen aufgrund der Flexibilität dieser Schmiege. Man kann Außenecken abgreifen, dann würde ich die Schmiege in diese Position bringen. Und man kann halt auch Innenecken abgreifen, auf einfachsten Wege. Okay, hört sich sehr plausibel und einfach an. Jetzt will ich das Ganze natürlich einmal in Action sehen. Ja, sehr gerne. Also der erste Schritt, wie ich eben beschrieben habe, ist die Schmiegenfunktion. Das heißt, ich würde im ersten Step würde ich diese Raumecke abgreifen, würde die dann hier fixieren mit dem Drehknopf. Dann schnappe ich mir 2 Fußleisten. Hier muss man jetzt beachten, wie die Fußleiste auch an die Wand kommt. Das heißt, die erste Fußleiste, die würde ja so an die Wand kommen. Dementsprechend würde ich die auch so in der Schneidlade fixieren. Jetzt siehst du hier diese Führungspins, die automatisch die winkelhalbierende sind für meine Säge und würde dann die Säge in diese Führung einsetzen und könnte dann die Fußleiste zuschneiden. Die zweite Fußleiste würde ja so an die Wand kommen. Das heißt, die würde ich dann auf die andere Seite der Schmiege einlegen, in den Führungskanal. Da ich Rechtshänder bin und mit rechts säge, würde ich das ganze Spiel umdrehen. Fixiere ich ordentlich mit der Hand und kann dann dementsprechend sägen. So, beide Fußleisten sind jetzt auf Gärung geschnitten. Jetzt bin ich gespannt, ob das Ganze auch wirklich passt. So, dann würde die Fußleiste auf die Seite kommen. Und die zweite Fußleiste würde dann auf die Seite kommen. Und wie das du siehst, super aus. Passt die Gärung ganz gut. Ja, sehr cool. Danke fürs Vorführen. Sehr gerne. Eine Frage habe ich noch. Und zwar hätte ich normal dafür eine Kappsäge benutzt. Kannst du mir vielleicht mal kurz die Vorteile von dieser Schmiege- und Schneidlade erläutern, die es im Gegensatz zu einer Kappsäge gibt? Du hast bei der Kappsäge, das funktioniert natürlich, aber du hast bei einer Kappsäge natürlich verschiedene Schritte. Du musst im ersten Schritt musst du mit einer Schmiege die Raumecke abgreifen, den Winkel abgreifen, musst die dann mit der Winkelschmiege auf deine Kappsäge übertragen. Das heißt, du musst da den Anschlag dementsprechend im richtigen Winkel einstellen und kannst dann sägen. Und mit unserem Produkt entfallen diese Schritte. Das heißt, mit unserem Produkt greifst du ab und kannst direkt sägen, ohne groß nachzudenken. Verstehe. Also wirklich super simpel, ein absolutes Must-Have im DIY-Bereich. Absolut. Und ja, wie ihr seht, super einfach. Ja, vielen Dank fürs Zeigen, Michael. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, lasst sie uns gerne wissen, schreibt sie in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal von der Folge Werkstattwissen.
Bis dann. Bis dann.